Ja, wie ihr seht, RC Glashaus. Res und Fan. Ja, ich stehe jetzt hier vorm RC Glashaus in Quickborn. Hier ist die Internetseite, da könnt ihr drauf schauen. Da findet ihr auch die Infos. Ansonsten hier Öffnungszeiten: Freitag, Samstag und teilweise sonntags. Und heute ist auch offen. Hier muss man ziehen. Tada! So, hier sind wir jetzt im Eingangsbereich vom RC Glashaus, der Tresen mit der Küche dahinter. Dann hier ein paar Tische und Stühle zum Sitzen und Trinken. Ein Heizpilz für die kalte Jahreszeit. Dann gehen wir hier mal gleich weiter. Ah. Hier ist das großzügige Fahrerlager. Wie ihr seht, Tische, Stühle sind vorhanden. Strom ist auch da. Also ausreichend für gefühlt. Wie viele Leute haben hier Platz? 100 Leute Platz, also alles kein Problem. Dann gehen wir hier weiter. Glashaus gibt es übrigens seit 2001, habe ich mir gemerkt. Richtig? Richtig. Richtig. Ja, hier gehen wir jetzt in den Zwischengang. Hier, Raucherlounge. Und das erste, was wir hier sehen, ein kleines Crawler-Paradies. Das ist eine der Strecken. So, und von diesem Gang geht einmal da lang, einmal da lang und da hinten noch lang. Und da fangen wir hier am besten mal an. So, und hier kommen wir zur Offroad-Strecke. Dort seht ihr schon den Fahrerstand, von da aus die Strecke sehen könnt. Ja, hier wurden schon zahlreiche Rennen gefahren, ob es jetzt Konrad Offroad Cup ist, ob es die SK-Läufe waren, Freundschaftsläufe. Ich glaube, LRP ist auch schon Offroad Challenge hier gefahren worden. Ja. Hier, Sprung, also ein kleiner Tepel. Dann hier sehr wellige Strecke, ist halt ein bisschen anspruchsvoller, also kein super glatter Kunstrasen. Dann geht es hier rum zur nächsten Spitzkehre und dann hoch zur Steilkurve. Und dann kommen ja anspruchsvolle Sprünge. Die muss man erstmal mit Schwung vernünftig treffen. Dann kommt man hinten an, einmal ringsrum. Einmal hier Linkskurve rum, Spitzkehre, Spitzkehre und dann kommt man hier wieder über den Tebel. Da hinten übrigens für die Siegerehrung das Siegerpodest. Ja, hier ist theoretisch und praktisch die Zeitnahme und auch ein Zeitmonitor, wenn hier ein Rennen veranstaltet wird oder eine andere Veranstaltung. So, gehen wir hier im Zwischengang weiter. Dann kommen wir hier hinten zur. Tourenwagenstrecke. Ja, wenn es jetzt auf dem Bild oder im Video nicht so zu sehen ist, aber es ist total glatt und vor allen Dingen auch griffig. Fahrerstand befindet sich hier. Also hier könnt ihr auch mit einem 1 zu 12er locker fahren. Wie ihr seht, Feuerwehrschläuche, Schikane. Also man hat schon gut was hinbekommen. Hier eine Schikane. Ja, übrigens 1 zu 8 GT ist auch schon gefahren worden. 1 zu 10 Tourenwagen ist klar.
kann auch gefahren werden, dann 1 zu 12 und Pro 10 sollte auch kein Problem sein. Und hier, wie gesagt, Fahrerstand und das nochmal die ganze Strecke. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter in die nächste Halle. So, jetzt gibt es einen 180-Grad-Schwenk in die nächste Halle. Da wird hier noch gebaut. Und auf der Seite, ich hoffe es gut zu sehen, befindet sich hier die Crawler-Strecke, beziehungsweise genannt auch der Scaler-Park. Für Crawler, Panzer, Baufahrzeuge und ähnliches könnt ihr hier fahren. So, was habt ihr hier? Da hinten so eine Hängebrücke, kann man sagen. Dann hier noch eine Brücke. Dann hier verschiedene Auffahrten, Runterfahrten. Und da noch eine Brücke. Und hier ein Seil. Ah, hier noch eine Wippe. Und hier, für Anspruchsvolle, dann könnt ihr hier über das Seil fahren. Das wird nicht ganz tricky werden. Hier noch mal eine Brücke. Sieht natürlich im Dunkeln noch mal wesentlich schicker aus, wenn ihr dann bei Nacht fahrt. Ja, auf der anderen Seite entsteht noch eine Aktionsfläche. Ja, man weiß, wir werden ja sehen, was hier noch entsteht für später. Und hier ganz neu entsteht gerade für die Tracker und für die Baumaschinenfahrer. Wie kann man es nennen? Tagebau. Ein Tagebau, ja. Und alles, ach, hier waren 6 Kubikmeter, ne? Nein, 9 LKWs. 9 LKWs wurden hier abgeladen. Wahnsinn. Und hier die ganzen Fahrstrecken, beziehungsweise hier unten die Mulde zum Beispiel, ist alles mit den Funktionsmodellen entstanden. Da haben sie alle gebaggert und haben die Strecke hier aus dem Boden gebaut, wie man so schön sagen könnte. Ja, hier darunter, da können die parken. Quasi einen Parkplatz für die Baumaschinen. Und hier gibt es eine Verbindungsbrücke zur Nachbarhalle. Wow, die ist natürlich absenkbar. Coole Sache. So. Und jetzt sind beide, der Tagebau und ja, hier die Trackerstrecke miteinander verbunden. Ja, was bietet die eigentlich? Hier erstmal ein Containerterminal. Ah, ich hoffe, die Sonne blendet nicht zu sehr. Ah, hier sieht man den Kran. Und der kann hier die Container dann schön aufnehmen und beladen. Praktisch die LKWs beladen und das Schiff entladen. Und genauso umgedreht. Und der ist unten auf Rollen fahrbar. Ah, hier auf einer Schiene. Und da hinten gibt es noch einen zweiten. Ja, hier in der Ecke gibt es noch einen Drehkran und der funktioniert, der ist voll funktionsfähig. Ja. Da ist hier die Steuerung dafür. So, hier im Kleinen nachgebildet das Zollgebäude. Und hier ein Nachbau der Kühlbrandbrücke. Ah,
Ah, und hier ist noch die Überlegung, beziehungsweise es würde eigentlich gehen, ne? Ja. Hier unten die Züge zu beladen. Also, man kann das Schiff dort entladen und dann nicht nur auf die LKW, sondern auch auf den Zug die Container laden. Na, hier kann zum Beispiel beladen werden. Dann hier ist die Eisenbahn, ein kleiner Bahnhof. Hier steht mal eine Lok. So, da auch noch eine Brücke. Und hier für die Weichenstellung gibt es hier ein Bedienpult. Dann gehen wir hier noch mal weiter und sehen hier eine Verladeanlage. So, die natürlich auch voll funktionsfähig ist. In der anderen Halle wird noch eine größere entstehen. Die ist aber noch nicht fertig. Eine schöne Brückendurchfahrt. Und oben, ja, oh, hier ist eine Waage. Kann das Gewicht gewogen werden? Digitalanzeige fehlt hier noch. Die kommt später. Ach so, das war ja hier. Das sieht man auf dem Display. Ja, und hier kann der Zug rückwärts drauf fahren und ja, den Sand zum Beispiel entladen. Und dann kommt ein Bagger und tut den dann auf den LKW und er kann dann wegfahren. Ja, nochmal ein Überblick über das ganze Areal der Tracker. Heute ist keiner da, ist auch eigentlich geschlossen. Das können wir ja mal sagen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch ja, irgendwelche Feiern machen oder eben Kindergeburtstage oder ähnliches. Da habt ihr hier ein Areal, also Tische und Stühle, wo ihr euch hinsetzen könnt, wo ihr ein bisschen feiern könnt. Und dann könnt ihr hier auf die Strecke, egal auf welche, und könnt dann ja, ein bisschen Spaß haben. So, und wir gehen jetzt mal eine Halle weiter. Und hier sind gleich mehrere Strecken drin. Und zwar hier eine Mini-Z-Strecke. So, und jetzt weiter. Hier noch eine zweite Strecke. Wir gehen mal ganz hinten, denn das ist die zweite Mini-Z-Strecke. Die ist schon etwas anspruchsvoller. Beziehungsweise die andere war ja auch anspruchsvoll, weil da sind ja Banden ringsrum gewesen. Und hier ist ein bisschen mehr Platz. Sieht man ja, wie die Streckenführung ist. So, jede Strecke hat auch gleichzeitig noch einen eigenen Monitor. Ja, hier ist die, ja, man kann schon sagen, Einsteigerstrecke. Also hier kann alles fahren, was vier Räder hat. Außer Verbrenner natürlich, das hatten wir schon mal. Aber ja, hier können sich alle einfach mal ausprobieren. Das ist so eine Jedermannsstrecke, wo wirklich jeder fahren kann, ob Kiddies, ob Einsteiger, Anfänger oder ähnliches, die einfach mal einen RC-Car bewegen wollen. Dafür ist diese Strecke hier im Glashaus und wird auch sehr gut angenommen.
Ja, nochmal hier ein Blick auf die Strecke. Ja, wie gesagt, Einsteiger, Anfänger, keine Ahnung, jeder kann eigentlich hier fahren, egal welche Modelle. Hauptsache vier Räder, Offroader, Tourenwagen, halt einfach mal zum Probieren. Das muss auch kein Rennmodell sein. Hier kann alles fahren. So, dann geht es wieder hier an der Mini-Z-Strecke vorbei. Dann gibt es hier auch noch eine Strecke kann man nicht sagen, ne? Mehr so ein Gelände, ne? Wo hier getreckert wird. Mit welchen Modellen war das nochmal? Sico Control. Von Sico Control. Kennt ihr vielleicht? Das sind ja so kleine Traktoren zum Beispiel. Hier. Die könnt ihr übrigens hier auch ausleihen und mal selbst probieren. So, und auf der anderen Seite die Driftstrecke. Ey, cool. Es gibt hier keine Dots, es gibt hier Dots, die hängen. Hängende Dots quasi. Man muss die Blechbüchse erwischen. Oder die Dosen, besser gesagt. Ja, das ist hier die Driftstrecke im RC Glashaus. Ja, gut, Streckenführung halt wird gedriftet, ne? Ist ja klar. Geht hier außen rum zum Beispiel. Hier, dann gibt es hier so eine Dose, ne? Also keine Dots, die unten aufgeklebt sind. Und da hinten, die man treffen muss oder sollte. Kommt drauf an, wie der Kurs gerade abgesteckt ist. Und da hinten findet sich noch eins und dort. Ja, und dann geht es hier einmal rum. Und ganz da hinten ist auch noch eine. Und das hier ist die Driftstrecke. Ja, Driftstrecke, dann die Sico-Modelle, dann die Mini-Z und ganz da hinten dann für ja, die Jedermann-Strecke und nochmal eine zweite Mini-Z-Strecke. Dann da hinten das Tracker-Areal. Hier hatten wir ja die 2WD bzw. die Offroad-Strecke und dahinter die Tourenwagen-Strecke. Und ganz hinten in der Ecke war die Scaler, Crawler, Panzerbahn, wo man fahren kann. Hier ist nochmal der Eingangsbereich. Und jetzt gehen wir hier einfach mal nochmal raus. Oh, ist ziemlich lang geworden, das Video. Ja, wie gesagt, da hinten ist das Fahrerlager. Hier ist der Eingangsbereich mit der Theke, Küche. Und dann sind wir auch schon durch. Und ganz wichtig, ne, Long Distance Tee, jeden zweiten Samstag im Monat, könnt ihr immer hin. Und ansonsten, wir sind ja hier draußen jetzt. So, hier könnt ihr euch einfach mal informieren beim rcglashaus.de. Schaut einfach mal vorbei und nutzt einfach die Möglichkeit, hier mal zum Training vorbeizukommen.